Wir sind direkt in eine Falle getappt. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro geht's ziemlich dreckig. Danny, du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Sieh, Clara, ich krieg das hin. Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Diese Stadt wird nie wieder dieselbe sein. Acry 6. Alle Guerrieros müssen sterben, jeder einzelne. Jo. Genau. So. Dann. Ah. Ja, die könnte ich auch mal machen. Wollen wir mal anschauen. Ich glaube, ob ich da mittlerweile einen besseren Aufsatz für kriege. Okay. Vater. Gib uns Kraft. Ich glaube, wir müssen mal reden. Sind Sie Padre Pietro? Si. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir leid. Vergib uns unsere Schuld. Heute möchte ich mit euch über eine große Seuche sprechen, die unser schönes Land befallen hat. Die Seuche hat einen Namen. Libertad. Während diese Terroristen sagen, sie stünden für Liebe und dann, Freiheit. Ja, schauen wir mal. Vom Gegenteil. Sie verbreiten täglich Hass und Schaden. Musst du dann Kilometer weg? Na, da hinten. So, dann schauen wir uns das mal an. Können wir ein bisschen was an Weg sparen hier. Guerrero, komm her! Okay. Danny. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Naja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Alejandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, ihr Mann. Okay. Viel zu tun. So. Hätte ich noch ein paar Mods? Sehr schön. Ja gut, kostet halt auch. Ne, ich hätte, glaube ich, tatsächlich lieber erstmal. Ich hab ein Talisman dran, ne? Ja. Na, wir hätten einen neuen Karabiner. Nehmen wir den doch einfach mal. So, als neues Sniper. Sehr schick. Ja, mehr geht leider noch nicht. Ah. Es fehlt mir dafür industrielle Platinen. Okay. Ah, das können wir jetzt kaufen, ne? Eine dunkle Walnuss, bitte. Cool. So, dann jetzt. Sag mir, was du weißt. Ich
Ich habe seltsame Gerüchte über dieses Mural del Triada gehört. Vielleicht lohnt es sich mal vorbeizuschauen. Danke dir. Sehr schön. Gut, dann komm, mein lieber Hund. Wir schauen mal, was wir jetzt hier reißen können. Also gut, zu Fuß bist du nicht, habe ich den Eindruck. Hm. So, na gut, die Pferde wären halt da unten. Auf jeden Fall ein interessanter Weg. Ah. Vorsicht, Flammenwerfer. Mhm. Sonny im Einsatz. Da ist ja einiges los hier. Okay. Jetzt habe ich mit ein bisschen Bär gerechnet. Ja, das können wir knicken. So, ich dachte, das macht ein bisschen mehr Schaden tatsächlich, das Ding. Das muss die Bar sein. Ja, die haben wir alle schon mal schön aufgescheucht. Das ist alles, die Waffen sind alle so echt extrem schwach hier. Du hältst halt auch nichts aus, ne? Das ist alles nicht so wirklich hilfreich. Okay. Also, lassen wir das mit dem Schleichen, gehen direkt wieder auf. Oh. Na gut. Starten halt hier. Auf die Offensive. Da gibt es dann noch ein neues Ziel. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Lücke, wo wir durch können, ne? Ich bin auch wo ganz anders. Wie gesagt, wirklich viel Kondition hast du nicht, mein Lieber. So. Dann schauen wir, wie wir von der Seite rankommen. Sehr schön. Da haben wir einen Haken. Und ab. Das muss die Bar sein. Jupp. Also was diesmal vielleicht etwas erfolgreicher. Vorsicht vor den Flammen.
Ja, ihr seid halt echt etwas stärker. Ein brennender Hund. Au! So, mir fehlt echt gerade an Heilung. Also ziehen wir uns zurück. Wir müssen den Mörser unbedingt mal ausschalten. Er stört. Aber ja, wie gesagt, die Aufgelevelten sind tatsächlich ein Problem. Kommt, brennt mal ein bisschen. Einmal heilen, bitte. Wahrscheinlich wäre Schleichen doch die bessere Alternative gewesen. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Was habt ihr gerade hier für Probleme? Ihr könnt hier gern mörsern, aber dann legt halt eure eigenen Leute um. Schade. So, jetzt geht es doch deutlich besser. Ich bring dich nach Hause. Alejandro, ich hab sie. Scheiße, Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Danny. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Okay. So, einmal noch kurz verbrennen. Knapp. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt aber. Na komm. Ja, danke schön. Lass doch mal die Sachen hier in Ruhe. Ja, das war's dann mit eurer Bar, würde ich mal sagen. So. Der ist von uns. Ja, ja, ist ja schon gut. Können wir wahrscheinlich schnell reisen, oder? Jawohl, ja. Links wären hier gerade noch... nee. Machen wir später. Oh. Ich kann nicht schnell reisen. Na gut, dann sammeln wir die Dinger vielleicht doch noch schnell ein. Äh,
wenn wir schon mal da sind. Also es dauert das wieder so lange. Nee, komm. Dann können wir so ein bisschen was an Weg sparen. Erst die Mission abschließen, dann die Mission machen. Oh, schau dir den kleinen Guerilla-Kämpfer auf Rädern an. Siehst du mal. Was hast du für mich? Dani, wir zählen auf dich. Bald werden Vorräte geliefert. Du musst sie abfangen. Muchas gracias. Truck, Mist! So, gut gemacht. Sollte mal gucken, dass wir jetzt hier irgendwas finden, wo wir dann fahren können. Ich meine, klar, wir könnten jetzt auch ein Auto rufen. Panzer? Panzer. Ah, jetzt habe ich das doch markiert, sehe ich gerade. Schick. In die Richtung. Ah, okay, das ist, ja. Hier ist noch irgendwo was gesichert. Okay, ja, Stückchen laufen. Dann holen wir uns irgendwo ein Auto da hinten. Würde ich mal sagen. Recyceltes Glas mitnehmen. Ich habe wieder irgendwas zum Zerlegen gefunden. Ne? Na, guck mal, das sieht doch auch nicht schlecht aus. So, das haben wir auch noch nicht. Cool, cool. So, sehr schön. Hallo Kollege. Ja, ja. Du freust dich auch, mich zu sehen, ne? Ja, so ein Pech. So ein Pech. Okay, aber ich glaube, wir haben es gleich. Ja. Das sieht gut aus. Uff, ich muss sagen, das Ding ist auch nicht verkehrt. Oh. Ja, haben wir es ja fast geschafft. Kein Amphibien-Quad. Schade, schade. Können wir Futter nachfüllen? Nein. Sieh mal einer an. Dani. Genau, hätte Fahrradkette. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Y aunque no esté con nosotros, siempre lo vamos a recordar, su siembra. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon, sein Vater wird beerdigt. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Alejandro? Das war genug. Geh.
Espada, er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Alles klar, okay, ja. Haben wir das soweit? Können wir nicht mitnehmen? Hey, na gut. Hier ist Clara. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Una nueva operación? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerrillero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Was, der Nachtschicht? Gut, Clara, ich bin unterwegs. Ah, okay. Ja, dann machen wir das vielleicht auch das nächste Mal. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.